Knight Rider Los Angeles. Gemeinsam gegen das Unrecht. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Las Vegas, die Stadt der Spieler und des Glücks. Hunderte Menschen sind auf dem Strip unterwegs. Die schwarz schimmernde Karosserie des Night Industries 2000 gleitet über den staubigen Asphalt der Stadt. Am Steuer sitzt Michael Knight. Andrew Connor hat auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Wir befinden uns etwa 2 Kilometer vor Las Vegas. Mensch, Kumpel, wir sind schon lange nicht mehr hier gewesen. Das stimmt. Klär mich bitte noch einmal auf, Michael. Was genau wollen wir hier? Wir sollen hier eine Kontaktperson treffen. Es geht um ein wichtiges Waffensystem. Das BL-477T, um genau zu sein. Es ist eine hochpotente Laserkanone, die von der Cyber Systems Tech Corporation für das Pentagon entwickelt wird. Das BL-477T ist in der Lage, hochkomprimierte UV-Strahlen zu einem Energiestrahl zu bündeln. Das Konzept basiert auf dem schwarzen Kristall von Dr. Thomas Raymond. Ja, Kid, das Konzept der Waffe habe ich verstanden. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum wir extra nach Las Vegas fahren müssen. Jennifer meinte, wir sollten uns bedeckt halten und uns mal mit einem Dr. Jason Stryker treffen. Dr. Jason Stryker ist führender Forscher der Cyber Systems Tech Corporation. Er macht derzeit Urlaub in Las Vegas und hat auch von hier aus bei der Foundation angerufen. Meinte sie mit bedeckt halten auch, dass wir uns unter die Spieler mischen sollen? Ganz genau. Sie hat sogar Smokings für uns bestellt. Ich kann es gar nicht erwarten, wieder eine Runde Blackjack zu spielen. Beachten Sie bitte, dass das Budget der Foundation nicht für solche Aktivitäten geeignet ist. Entspann dich, Kid. Ich denke, Michael ist ein passabler Pokerspieler. Wenig später erreichen die drei das Hotel. Andy und Michael stellen Kid auf dem Parkplatz ab. Kid, halt die Augen und Ohren offen. Habe ich das denn schon jemals anders gemacht? Sogar das Lotus Hotel. Mensch, ich komme hier richtig prestigeträchtig vor. Denk dran, wir arbeiten hier. Die beiden gehen auf das Hotel zu und betreten die Lobby. Dort angekommen, gehen sie zur Rezeption. Ein Zimmer für 2, reserviert auf den Namen Knight. Die bestellten Smokings wurden auf Ihr Zimmer gebracht, Mr. Knight. Danke. Nachdem Andy und Michael sich eingerichtet und für den Abend fertig gemacht haben, begeben sich die beiden ins Casino. Andy, schick siehst du aus. Danke, eigentlich nicht so mein Stil, aber ich denke für den Abend geht's. Na dann, mischen wir uns mal unter die Leute. Während sich Andy und Michael im Casino umsehen, steht Kid auf dem Parkplatz und hält Wache. Da kommen plötzlich 2 junge Gestalten auf ihn zugeschlendert. Ey Ted, sieh mal dort. Oh je. Boah, Bill, was denn? Da, der Wagen. Na, der schwarze NSX da vorne. Ja, was ist denn damit? Wollte schon immer so einen haben. Ja, und? Na, lass den klauen. Die Cheeks werden uns nachlaufen. Na, wenn du meinst. Gib mir einen Dietrich rüber. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie wohl bitte Ihre Finger von meinem Türgriff lassen? Boah, was denn das? Keine Ahnung, Alter. Das war ich, der schwarze NSX, den Sie gerade zu stehlen gedenken. Boah, was für eine abgedrehte Alarmanlage. Entfernen Sie sich bitte von dem Fahrzeug, oder ich bin gezwungen, die Polizei zu rufen. Lass abhauen, Ted. Lass abhauen.
Ja. Warum passiert so etwas eigentlich immer mir? Im Casino halten Andy und Michael unterdessen die Augen auf. Während Michael am Pokertisch Platz genommen hat, ist Andy an die Bar gegangen, um sich ein Glas Wasser zu bestellen. Da tippt ihm plötzlich jemand von hinten auf die Schulter. Was zur... Sind Sie von der Foundation? Wer möchte das wissen? Mein Name ist Jason Stryker. Ich habe mit einer Miss Jennifer Knight telefoniert. Es geht um eine wichtige Angelegenheit. Lassen Sie uns mal ein wenig aus der Menschenmenge herausgehen. Michael am Pokertisch bemerkt das Signal sofort. Entschuldigt mich bitte, Ladies. Ich muss mich um etwas Geschäftliches kümmern. Michael steht auf und geht zu Andy und Stryker. Michael, da bist du ja. Ich habe hier jemanden, der mit uns reden möchte. Okay, lass uns mal einen ruhigen Ort zum Sprechen finden. Die drei gehen aus der Menschenmenge heraus und suchen sich eine ruhige Ecke. Dann erzählen Sie mal. Also wie gesagt, mein Name ist Jason Stryker. Ich arbeite für die CST Corporation, die Firma, die das BL-4770T herstellt. Und was genau können wir für Sie tun? Nun, ich erhalte in den letzten Wochen immer wieder Anrufe und Mails einer unbekannten Person. Sie versprach mir viel Geld. Und was wollte sie dafür haben? Informationen. Erst war es nur harmlos, nebensächliche Informationen über die SciTech Corporation. Alles eigentlich Dinge, die man so herausfinden kann. Und weiter? Dann kam der Unbekannte mit größeren Forderungen. Geheime Daten, die nicht weitergegeben werden dürfen. Und wie ging das weiter? Zuletzt kam eine Aufforderung, alles, was ich an Informationen über das BL-4770T habe, an ihn weiterzugeben. Er war bereit, mir $150,000 zu zahlen. Sind Sie darauf eingegangen? Nein, das BL-4770T ist ein hochkomprimiertes UV-Lasergewehr. In den falschen Händen könnte es verheerende Schäden anrichten. Lassen Sie mich mal raten. Ihr Geldgeber war davon nicht sonderlich begeistert. Ganz und gar nicht. Er drohte mir, dass meiner Familie etwas geschieht. Das ist die typische Vorgehensweise bei Erpressung, Mr. Stryker. Und was mache ich jetzt? Kommen Sie erstmal mit. Wir bringen Sie an einen sicheren Ort. Andy, Michael und Stryker verlassen das Casino und gehen zu Kit. Plötzlich taucht eine schwarze Gestalt auf einem Motorrad auf. Sie feuert auf Stryker und beschleunigt. Scheiße! Los, hinterher! Ich kümmere mich um Stryker! Los, Kit! Kit schießt vom Parkplatz herbei und Michael wirft sich hinter das Steuer. Gemeinsam nehmen die beiden die Verfolgung des Angreifers auf. Verdammt, wo kommt der denn her? Ich habe ihn auch zu spät gesehen. Es tut mir leid. Egal, los, wir müssen hinterher. Da vorne ist er. Okay, den kriegen wir. Michael, da vorne. Ein Bahnübergang? Offensichtlich. Und es nähert sich ein Zug. Wie stehen die Chancen? Schaffen, aber wir nicht. Klar zum Turbo-Boost! Wird aktiviert. Während das Motorrad nur knapp dem Zug entkommen kann, fliegt Michael mit einem gewaltigen Satz über den Zug hinweg. Unsanft landen Michael und Kit wieder auf dem Asphalt. Die Landung üben wir mit der neuen Karosserie nochmal. Michael, das Motorrad besitzt am Heck ein kleines Maschinengewehr. Kit macht den Enterhaken bereit. Feuer! Das Motorrad schert im letzten Moment aus, sodass der abgefeuerte Enterhaken das Auto vor ihm trifft. Wir haben ihn verloren. So ein Mist! Später am Abend, nachdem Stryker ins Krankenhaus gebracht wurde, beraten sich Michael und Andy in ihrem Hotelzimmer. So ein Scheiß, wir hätten ihn fast gehabt! Beruhig dich, Michael. Stryker wurde ins Krankenhaus gebracht.
Mich regt die Tatsache auf, dass wir ihn nicht gekriegt haben. Es tut mir leid. Ist okay, Kumpel. Wir machen alle Fehler. Das ist menschlich. Warte, da fällt mir ein, Michael. Ich habe auf dem Parkplatz was gefunden. Was denn? Na, eine kleine Karte. Ich denke mal, der Motorradfahrer hat sie verloren. Zeig mal her. Kes. Das kommt mir bekannt vor. Kit, was kannst du mir zu Ekes sagen? Ekes ist ein lateinisches Wort. Übersetzt bedeutet es Ritter. Das weiß ich auch. Was noch? Verschiedene Informationen, aber keine, die zu unserer Situation passt. Auch in Bezug auf die CST Corporation habe ich nichts gefunden. Ich würde sagen, wir sollten Stryker morgen nochmal befragen. Gut. Moment. Das hier könnte interessant sein. Ja? Hier in der Nähe wurde vor kurzer Zeit ein ausrangiertes Militärgelände von einer Entität erworben. Diese bezeichnet sich selbst als Ekes. Ein Unternehmen? Nein. Zumindest nicht eingetragen. Klingt spannend. Das sollten wir uns morgen auch ansehen. Ja, aber ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Kit und ich checken diesen alten Militärplatz und du hältst im Casino die Augen offen. Bist du sicher? Ja, bestimmt sind die Leute, die Stryker angeschossen haben, noch hier in Las Vegas. Außerdem besteht bei dir nicht die Gefahr, dass du das Budget von Fleck verspielst. Okay, dann werde ich Stryker morgen im Krankenhaus nochmal einen Besuch abstatten. Gute Idee. Denkt aber dran, mir Bescheid zu geben, wenn ihr was herausfindet. Versprochen. Am nächsten Morgen sind Michael und Kit auf dem Weg zu einem der ausrangierten Militärplätze außerhalb der Stadt. Hey Kumpel, endlich mal wieder zusammen auf einer Mission. Wie fühlt sich das an? Vertraut. Sehr vertraut, Michael. Ich möchte mich noch einmal für mein Versagen von gestern entschuldigen. Kit, zerbrech dir nicht den Kopf darüber. Das kann jedem mal passieren. Ich bin ein Computer. Fehler gehören nicht zu meinem Programm. Außerdem habe ich keinen Kopf, den ich mir zerbrechen könnte. Kit, das ist eine Redensart. Sowas kommt im Alter schon mal vor. Das mag bei Menschen zutreffen. Aber mir darf so etwas nicht passieren. Prüfe doch mal dein Abschusssystem, wenn du sicher gehen willst. Führe Selbstdiagnose durch. Keine Fehler gefunden. Siehst du? Dennoch habe ich das Motorrad verfehlt. Michael, wir haben das Gelände erreicht. Okay, wir halten weiter entfernt. Wir wollen ja nicht auffallen. Aktiviere Silent Mode. Dafür, dass dieses Gelände verlassen sein soll, scheint die Mauer aber sehr neu zu sein. Kannst du einen Blick in das Innere werfen? Ich habe lediglich Zugriff auf alte Lagepläne dieses Stützpunktes. Ich gehe einfach mal hin und guck mir das näher an. Michael, warten Sie. Ich erhalte verwirrende Signale. Diese stören meine Sensoren. Was für Signale? Es handelt sich offensichtlich um Sonarechos. Und was strahlen diese aus? Was auch immer es ist. Es muss sehr groß sein. Sonst noch etwas? Offiziell ist dieses Grundstück stillgelegt. Bis auf die Tatsache, dass die Eigentumsrechte auf Ekes übertragen wurden, findet sich hier nichts. Komisch. Ein Anruf aus dem Hauptquartier geht ein. Es ist Miss Knight. Na, Michael, wie sieht's aus? Geht so, wir wollten uns mit Stryker treffen. Und? Naja, lief nicht so ganz. Als wir aus dem Casino raus sind, wurde er angegriffen und verwundet. Kit und ich untersuchen das gerade. Und wo hast du Andy gelassen? Andy redet nochmal mit Stryker im Krankenhaus. Na dann, halt mich auf den Laufenden. Währenddessen betritt Andy das St. Hawk Hospital in Las Vegas. Nachdem er seinen Dienstausweis an der Rezeption gezeigt hat, erfährt er die Zimmernummer von Stryker. Er geht die Stufen bis ins zweite Obergeschoss hinauf und klopft an der Tür. Herein. Hallo. Geht es Ihnen besser? Ach ja, das wird schon. Ich wollte Ihnen noch ein paar Fragen stellen, wenn Ihnen das jetzt nicht ungelegen kommt. Oh nein, überhaupt nicht.
Als gestern auf Sie geschossen wurde, Dr. Stryker, hat der Motorradfahrer offensichtlich eine Karte verloren. Darauf war das Wort Ikes geschrieben. Wissen Sie etwas darüber? Das ist der Name, unter dem sich diese unbekannte Person mir vorgestellt hat. Und was wissen Sie über diesen Ikes? Er arbeitet auf jeden Fall nicht alleine. Er hat immer Boten geschickt, um mir das Geld zu übergeben. Wissen Sie sonst noch etwas? Nein. Ich müsste Sie jetzt leider bitten zu gehen, Mr. Connor. Ich fühle mich nicht mehr sonderlich gut und hätte gern ein wenig Ruhe. Natürlich. Ich melde mich sonst einfach später nochmal bei Ihnen. Andy verlässt das Krankenhauszimmer von Stryker. Als er auf dem Flur gerade in das Treppenhaus gehen will, hört er plötzlich hinter sich die Tür von Strikers Zimmer aufgehen. Andy duckt sich schnell hinter die Ecke des Treppenhausaufgangs und sieht zwei Männer, die sich dem Zimmer von Stryker nähern. Ui, was haben wir denn da? Also, Jason, bist du nun bereit, mit uns zu kooperieren? Ja. Gib uns einfach die Pläne und du wirst dein Geld erhalten. Aber... Du willst doch nicht, dass sich der gestrige Vorfall wiederholt, oder? Denn mir zuckt jetzt schon der Finger am Abzug. Du solltest lieber auf Dustin hören. Er meint es wirklich ernst, Jason. Na gut, hier auf dem USB-Stick sind die Daten, die ihr wollt. Lasst mich jetzt in Ruhe. Gut. Und ich hoffe, du wirst dich in Zukunft von dieser Foundation fernhalten. Unser Boss ist nicht ganz grün mit denen. Habe verstanden. Leise schleicht Andy den beiden hinterher. Vor der Tür holt Reese ein Handy aus der Tasche und wählt eine Nummer. So, Mr. Knight, wir haben alles. Was ist mit diesem Stryker? Ich habe ihm klargemacht, sich vom Flag fernzuhalten, denn bevor wir ihn besucht haben, hat dieser neue Fahrer das Zimmer verlassen. Es scheint also so, dass wir wieder einmal Michael als Gegenspieler haben. Ich freue mich geradezu, meinen Bruder wieder zu begegnen. Das kann ich mir vorstellen. Treffen wir uns im Casino? In einer Stunde. Wie kommt eigentlich Ihr Projekt voran? Er wird bald einsatzbereit sein. Und mit Ihrer Hilfe haben wir jetzt auch das fehlende Teil. Leise entfernt sich Andy von dem Gespräch, das er belauscht hat, und begibt sich zurück ins Hotel. Dort angekommen, geht er in sein Hotelzimmer, holt sein Handy aus der Tasche und wählt eine ganz bestimmte Nummer. Los Angeles Police Department, Chief Ron Becker am Apparat. Hey Ron, ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Wobei kann ich Ihnen helfen, Andy? Ich bräuchte Informationen über einen Mann, der eigentlich im Gefängnis sitzen müsste. Name? Dustin Reese. Einen Moment. Dustin Reese. Vor 2 Wochen auf Kaution entlassen. Okay. Und was ist mit Jack Poe? Wie geschrieben? P-O-E. Ah, wie der Schriftsteller. Ganz genau. Ebenfalls auf Kaution entlassen. Wer hat die Kaution bezahlt? Ein unbekannter Spender. Wir mussten ihn gehen lassen, da wir nicht genügend Beweise für den Überfall auf den Bank Tower finden konnten. Danke, Ron. Immer wieder gerne, Andy. Michael und Kit beschatten unterdessen noch immer das Gelände. Es tut sich jedoch nichts. Tut sich was? Negativ. Moment. Was ist? Es nähert sich ein Fahrzeug. Aus welcher Richtung? Es kommt aus Las Vegas. Fährt es hierher? Wenn es den aktuellen Kurs einhält, wird es genau hier zum Stützpunkt fahren. Leg es mal auf das Display. Natürlich.
Vergrößere bitte den Bildausschnitt. Wer sitzt da am Steuer? Das ist Dustin Rees, einer der Männer, die für den Bankraub am Los Angeles Bank Tower verhaftet wurden. Und das neben ihm? Nein, das kann nicht sein. Garth. Aber wie? Ich weiß es nicht, aber lass uns ganz schnell verschwinden. Wir müssen Andy berichten, was wir entdeckt haben. Wenige Stunden später sitzen Andy und Michael in einem Restaurant und besprechen ihre Entdeckungen. Michael, du wirst nicht glauben, wen ich hier in Las Vegas entdeckt habe. Rees und Stone, ich weiß. Woher weißt du das? Sie saßen in einem Auto, das sich dem Gelände näherte. Ich weiß jetzt auch, wer hinter Ikesh steckt und es klingt nicht gut. Wer? Jennifers Bruder, Garth Knight. Ich habe die alten Fallberichte gelesen. Ist er nicht für... Den Tod von Devin Miles verantwortlich? Ja. Bist du sicher, dass er es ist? Ja, ganz sicher. Es sieht ihm ähnlich, dass er sich wieder eine Organisation aufbaut. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass er auch hinter der Sache mit Stryker steckt. Ja, das passt definitiv zu ihm. Macht, Anerkennung und Geld. Das sind seine großen Ziele. Ich hätte wissen müssen, dass er nicht aufgeben wird. Noch was? Dort auf dem Gelände wird, glaube ich, etwas Großes gebaut. Kit hat so Narwhalen aufgefangen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Sollen wir Jennifer Bescheid sagen? Definitiv, aber wir können nicht auf Verstärkung warten. Willst du etwa? Ja, du und ich werden heute Abend das Gelände infiltrieren. Hast du einen Plan? Ich würde sagen, wir schleichen uns von zwei Seiten an und Kit hält für uns die Augen auf. Okay, aber was tun wir, wenn wir entdeckt werden? Das überlegen wir uns dann. Zwei Stunden später hält Kit im Silent Mode etwa 30 Meter vor dem Militärplatz. Innen sitzen Andy und Michael komplett in Schwarz gekleidet. Ich orte wieder dieses Signal. Ortest du auch Wachen? Ja, zwei Stück am vorderen Tor. Sie sind schwer bewaffnet. Wir dürfen uns also nicht entdecken lassen. Kit, versuch mal bitte Satellitenfotos von diesem Gebiet zu bekommen. Die haben sich ja einen richtigen Stützpunkt aufgebaut. Okay, dann los. Okay, wir gehen von zwei Seiten. Halt die Augen offen, wir treffen uns in einer halben Stunde wieder. Wenn etwas passiert, dann kommst du und hilfst uns, Kit. Sie können sich auf mich verlassen. Andy und Michael gehen von zwei Seiten an das Grundstück heran. Die beiden feuern jeweils einen Enterhaken auf die Mauer und klettern das Seil hinauf. Andy, kannst du mich hören? Klar und deutlich. Was kannst du sehen? Einen großen Hangar. Dürfte früher zum Unterstellen für Flugzeuge gedient haben. Okay, hier sind ein paar Baracken. Die scheinen für die Leute zu sein, die Garth hier beschäftigt. Ich versuch mal in den Hangar zu kommen. Sieh du dich hier draußen um. Alles klar. Während Andy sich an der äußeren Mauer entlang schleicht, begibt sich Michael leise zum Flugzeughangar. Er sieht eine Wache an der Tür stehen. Gute Nacht, mein Freund. Michael überwältigt die Wache und schleicht sich leise in das Innere des Hangars. Dort angekommen, staunt er nicht schlecht. Vor ihm liegt ein modernes Labor mit mehreren Menschen in weißen Kitteln. Wow! Als Michael sich umsieht, bemerkt er eine Leiter, die zu einem Steg führt. Er klettert die Leiter hinauf und geht den Steg entlang. Plötzlich hört er unter sich Stimmen. Also, Dr. Basehart, wie sieht es aus? Oh, gut, Mr. Knight. Wir führen noch die letzten Feinabstimmungen an der Software durch. Wir mussten einige Schäden der CPU beheben. Ich bin erstaunt, dass nach der Explosion des Trans-Am überhaupt noch etwas von ihr übrig war. Und wie sieht das mit dem Truck aus? Wir konnten eine stabile, regenerative Hülle schaffen, basierend auf den Aufzeichnungen von Kenneth Walt für sein Road Agent Modell. Ausgezeichnet. Wann wird er einsatzbereit sein? Nun, geben Sie uns noch 24 Stunden, dann ist er mehr als bereit. Perfekt.
Wir konnten im Übrigen auch noch den Hochleistungslaser, dessen Baupläne uns Reese und Stone vorhin gebracht haben, konstruieren und integrieren. Gern geschehen. Was hat er nur vor? Michael, hörst du mich? Was ist los? Sie haben Kit entdeckt. Verdammt! Mr. Knight, wir haben den Knight 2000 außerhalb des Stützpunktes entdeckt. Er fährt immer im Kreis um das Gelände. Was? Löst Alarm aus! Verstanden. Ach, shit. Kit, was hast du gemacht? Ich habe sie überwacht. Kit? Kit! Ich höre dich nicht mehr. Kit! Plötzlich packt ein Mann Michael von hinten am Kragen. Michael versucht an seine Uhr zu kommen, jedoch werden ihm die Hände auf dem Rücken gedreht. Draußen hat Annie ebenfalls mit mehreren Wachen zu kämpfen. Ah, verdammt! Michael, Kit, könnt ihr mich hören? Ah, verdammt! Annie kämpft sich bis zur Mauer hoch und schafft es hinüber. Doch als er zu Kit laufen will, sieht er sich einer neuen Bedrohung gegenüber. FBI, keine Bewegung! Die Hände schön da, wo ich sie sehen kann! Mann! Wenige Stunden später sitzt Andy in einem Verhörraum. Plötzlich betritt ein Mann mit schwarzem Anzug den Raum. Er setzt sich gegenüber Andy und mustert ihn genau. Guten Abend, Mr. Connor. Mein Name ist Alexander Burns. Sehr erfreut. Woher kennen Sie meinen Namen? Ach ja, vergessen Sie das. Nun, Mr. Connor, was wollten Sie auf dem Stützpunkt? Bitte was? Ach kommen Sie, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie zufällig auf diesem Stützpunkt waren und dort Alarm ausgelöst haben, oder? Das ist geheim. Nun, wir sind hier beim FBI. Geheimhaltung ist also unser Job. Also... Nennen wir es doch einfach Beschattung. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie unsere Ermittlungen seit ein paar Tagen ganz schön ins Wanken bringen? Was? Sie haben mit Jason Stryker über das Projekt Blackpoint gesprochen. Projekt... was? Das Lasergewehr BL-477T. Er kam zu uns. Die Foundation ist für diejenigen, die... sich nicht selbst helfen können, bla bla, das wissen wir. Dennoch ist diese Sache ein wenig zu groß für Sie. Das können Sie doch gar nicht beurteilen, Agent Burns. Wir sind einer persönlichen Angelegenheit der Foundation nachgegangen. Das ist für Sie zu groß. Das wollen wir doch erst einmal sehen. Sie stehen erstmal unter Arrest, mein Junge. Uff. Währenddessen wird auf dem Stützpunkt das Eindringen von Andy und Michael noch einmal nachbesprochen. Konnten Sie den Wagen finden? Wir konnten den Knight 2000 festsetzen, aber weder bekommen wir ihn auf, noch können wir ihn dort wegbewegen. Haben Sie Michael in eine Zelle gesperrt? Ja, in Zelle A113. Gut. Garth betritt die Zelle von Michael. Dieser sitzt mit verschränkten Armen auf einem Stuhl und blickt ihm finster entgegen. Wenn das nicht Michael Knight ist, sag mal, wie lange ist es her? 4 oder 5 Jahre? 5. Ich würde ja sagen, tut mir leid mit deinem Boss. Aber wir beide wissen, dass es gelogen ist. Du hast ihm nicht mal eine Chance gegeben. Oh doch, die hatte er. Du kannst es gerne selber sehen. Garth betätigt eine kleine Fernbedienung und eine kleine Leinwand fährt die Wand herab. Bei einem weiteren Knopfdruck spielt ein kleiner Film ab. Garth, was ist passiert in den 9 Jahren? Sind Sie pleite? Oder warum hausen Sie neuerdings in so einer Kaschemme, mein Bein? Ganz im Gegenteil, Mr. Miles. Ich möchte nur nicht, dass Sie auf meinem Teppich verenden. Was soll das eigentlich alles, Garth? 9 Jahre. 9 Jahre haben wir nichts von Ihnen gehört. Und jetzt auf einmal... Wissen Sie, Mr. Miles, Sie sind meinem verstorbenen Vater sehr ähnlich.
Vielleicht hasse ich sie deshalb so. Und die Foundation für Recht und Verfassung. Michael Knight hat alles, was mir zugestanden hätte. Das stimmt nicht, Clark. Ihr Vater hat Michael ausgesucht. Da waren Sie schon verstoßen worden von ihm. Verstoßen hin oder her, Mr. Miles. Wenn Goliath in einigen Stunden fahrbereit ist, präsentiere ich der Foundation für Recht und Verfassung Ihnen den Knight 2000 und Michael Knight. Die Quittung. Besonders Michael Knight. Ja, was haben Sie davon? Ich meine, das macht das, was geschehen ist, auch nicht rückgängig. Ich sehe schon, ich hätte Ihnen das Schmerzmittel nicht geben sollen. Weißt du, mein größtes Ziel war es immer, dich fallen zu sehen. Dass du leidest, genauso wie ich damals leiden musste. Dass du merkst, dass alles, was du hast, eigentlich mir zusteht. Aber weißt du, dich einfach nur umzubringen, ist zu einfach. Dir alles Stück für Stück wegzunehmen, die Menschen, die dir etwas bedeuten, das ist wirklich grausamer als der schlichte Tod. Also freu dich, Michael. Du wirst noch eine Weile unter den Lebenden weilen. Was soll das, Garth? Dir geht es nicht nur um mich. Wenn es das wäre, dann hättest du nicht so viel Geld in eine Basis gesteckt. Und wie ich sehe, baust du Goliath wieder auf. Ach, Michael, es geht immer um dich. Dein ganzes Leben geht es um dich. Du bist der eine, der alles verändern kann. Das war es doch, was dir Vater mal eingetrichtert hat. Ein Mann kann diese ganze Welt verändern. Nun, du hast recht, mein Bruder. In dieser Operation bist du nur ein ganz kleines Licht. Dein Tod würde mich erfreuen, aber lebendig nutzt du mir mehr. Was planst du, Garth? Komm, ich werde es dir zeigen. Garth klopft an die Tür der Zelle. Ein bulliger Mann betritt diese und packt Michael. Er legt ihm Handschellen an und Garth führt Michael in ein großräumiges Labor. Michael bemerkt den riesigen schwarzen Truck. Was soll denn das geben, wenn es fertig ist? Du denkst, dass es Goliath ist? Ja. Sehr falsch gedacht. Plötzlich flammt in dem Kühlergrill des Trucks ein bernsteinfarbenes Band an Lichtern auf. Hallo, Michael Knight. Erkennst du mich wieder? Car? Korrekt. Ich bin Car, der Prototyp des Autos der Zukunft. Als wir uns das letzte Mal sahen, waren deine Einzelteile über den ganzen Canyon verteilt. Etwas, für das ich mich gerne gebührend revanchiere. Geduld, Car. Du wirst noch deine Chance bekommen. Und was ist dein Masterplan, Garth? Alles zu seiner Zeit, Michael. Du wirst noch früh genug erfahren, was mein Masterplan ist. Andy, wo auch immer du bist, ich könnte gerade wirklich deine Hilfe gebrauchen. Während Garth Michael zurück in seine Zelle bringen lässt und die Tests an Carr weitergehen, sitzt Andy noch immer im Verhörraum des FBI. Sind Sie nun bereit zu kooperieren, Mr. Connor? Wissen Sie was, Mr. Burns? Wie wäre es, wenn Sie mir jetzt zur Abwechslung mal ein paar Fragen beantworten? Ach so? Was wissen Sie über mich? Was? Tun Sie nicht so. Sie kennen mich. Und Sie wissen offensichtlich auch, was ich hier früher gemacht habe. Nun... Ich will es wissen, Agent Burns. Sehr belastend, ich weiß. Darüber kann ich nicht reden. Ich muss mich jetzt sowieso um was anderes kümmern. So ein Arschloch. Andy geht zur verschlossenen Tür des Verhörraums. Er rüttelt ein wenig am Türgriff, muss allerdings feststellen, dass die Tür verschlossen ist. Moment mal. Vielleicht wenn... Ah. Agent Andrew Connor erkannt. Zugriff gewährt. Andy sieht sich in dem Gang vielleicht um. Vielleicht wenn da vorne... Ah. Das Archiv. Jackpot. Wollen wir doch mal sehen, ob... Login eingeben. Diese Hunde. Diese elenden Hunde. Was tun Sie da?
Ah, Sie verdammter Mistkerl! Das ist alles Ihre Schuld! Hören Sie, Mr. Kanner, es ist nichts Persönliches! Wir... Unter Arrest? Am Arsch! Sie halten mich hier nicht länger fest! Uff! Was schlagen Sie vor? Einem Freund helfen. Voller Wut verlässt Andy den Stützpunkt des FBI. Mit der Sicherheitsfreigabe des Agentenstatus verschafft er sich Zutritt zu einem Helikopter. Halte durch, Mike. Ich komme. Ein paar Stunden später wird Michael aus seiner Zelle geholt. So, es ist soweit. Was? Du wirst jetzt mit deinem Kumpel wieder vereint. Garth führt Michael zu der Stelle, an der Kit fixiert wurde. Michael bemerkt, dass zwei bewaffnete Wachen links und rechts von Kit stehen. Was wird das jetzt, Garth? Du und dein tolles Superauto werdet jetzt mit mir ein kleines Spiel spielen. Ein Spiel? Das kann ja was werden. Wache, wenn ich das Zeichen gebe, dann lösen Sie die Klammer des Autos. Ei! Garth geht zu Kit und öffnet dessen Seitentür. Garth? Bitte einsteigen. Während Michael sich hinter das Steuer von Kit setzt, geht Garth langsam auf die Garage zu. Das Garagentor öffnet sich und der mattschwarze Kühlergrill von Carl wird sichtbar. Nun, Michael wird sich entscheiden, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir werden jetzt ein bisschen Katz und Maus spielen. Du in Kit und ich in K. Das ist doch nicht sein Ernst. Mal sehen, wie du dich schlägst. Michael. Ja, Kit? Ich habe K gescannt. Nicht nur ist er mit der gleichen Panzerung ausgestattet wie ich. Obendrein verfügt er noch über... Also dann. 3, 2... 1. Mit einem Ruck löst sich die Klammer, welche Kits Achsen fixiert hatte. Der gewaltige Truck nähert sich Kit mit unglaublicher Geschwindigkeit. Kit kann dem Ungetüm gerade noch ausweichen. Was ist los, Kit? Hast du Angst? Carl, ich bin ein Computer. Ich bin zu derartigen Empfindungen nicht fähig. Du lügst. Ich weiß es. Ich habe deine Angst gespürt, als du mich damals im Canyon zerstört hast. Kit. Michael, ich habe etwas Beunruhigendes entdeckt. Was denn? K ist mit einem Prototyp des BL-4770 ausgestattet. Was? Er hat uns knapp verfehlt. Ich werde dich in deine Bestandteile zerlegen, Kit. Man wird dich nur noch zusammenfegen können. Das ist die richtige Einstellung. Michael, K zielt mit seinem Laser genau auf meinen Scanner. Turbo. In letzter Sekunde betätigt Michael den Turbo-Boost und Kit fliegt über den Truck hinweg. Er entgeht so dem tödlichen Laser. Michael, das BL-4770 ist hochgradig destruktiv. Ein Treffer in meinen Scanner würde mein komplettes System zerstören. Und deine Karosserie? Maximal 2 Treffer. Hab ich dich! Michael! Ich orte ein Objekt, das sich uns schnell nähert. Was ist es? Ein Helikopter. Achtung, hier spricht Special Agent Andrew Connor vom FBI. Garth Knight, geben Sie auf. Sie haben keine Chance. Was macht denn Andy da? Er lenkt die beiden ab. Lass mich diesen vorlauten Bengel vom Himmel holen! Schaff ihn uns vom Hals, Carl. Mit Vergnügen. Andy kann 2 Schüssen des Lasers ausweichen. Jedoch verfehlt ein dritter sein Ziel nicht.
Der Helikopter gerät ins Trudeln und stürzt schließlich in den See. Andy! Er lebt, ist aber ziemlich angeschlagen. Wir kümmern uns um Carr, dann helfen wir Andy. Lass es uns zu Ende bringen, Kid. Mr. Knight, wir haben mehrere Helikopter des FBI entdeckt. Wir beladen das Flugzeug mit der Ausrüstung. Wir müssen weg. Verstanden. Fahr zur Hölle, Michael Knight! Carr, stopp! Du wirst später noch genug Zeit haben. Wir müssen weg! Verstanden. Wie es aussieht, will sich Garth aus dem Staub machen. Meine Sensoren orten ein gewaltiges Frachtflugzeug, das im Griff ist zu starten. Verdammt, wir können Andy nicht zurücklassen. Wir kriegen Garth ein anderes Mal. Es nähern sich mehrere Helikopter des FBI. Einige Stunden später befinden sich alle im Hauptquartier des FBI. Andy sitzt mit einem Kopfverband und einer Armschiene mit Michael auf einem Sofa. Agent Burns ist außer sich vor Wut. Ist Ihnen eigentlich klar? Ist es Ihnen eigentlich klar, dass Sie hier eine hochgradig aufwendige Operation gefährdet haben? Also Moment mal. Sie hätten sich gar nicht in die Angelegenheiten des FBI einmischen dürfen. Burns, Sie hatten niemals eine Chance gehabt. Stryker hat Garth das BL so und so schon längst gegeben. Sie lügen, Kanner! Lügen! Außerdem sollten Sie hier ganz leise sein. Halten Sie doch nur für einen Moment mal Ihr verdammtes Maul, Burns. Was glauben Sie eigentlich, hat Ihren Helikopter zum Absturz gebracht? Meine Flugkünste waren es sicher nicht. Wenn ich Sie an die Akte erinnern darf. Akte? Was für eine Akte? Ja, ich kenne meine Vergangenheit jetzt. Und so langsam dämmert es mir auch wieder. Aber was? Später, Michael. Wieso sollte Stryker so blöd sein und diese Waffe den Feind geben, Connor? Können Sie das auch erklären? Ich vermute einfach mal, dass Stryker kalte Füße bekommen hat und dachte, es wäre besser, wenn er das Gewehr an Garth weitergibt. Dass dieser es so schnell in Carr einbauen konnte, ist allerdings beunruhigend. Nicht nur das. Er hat aus Carr und Goliath eine Bedrohung gemacht. Plötzlich geht die Bürotür auf und Jennifer Knight, gefolgt von Amanda Goldstein, betritt den Raum. Hey Jenny, schön dich zu sehen. Guten Morgen, Michael. Oh, wie geht's dir, Andy? Zwei gebrochene Rippen, Gehirnerschütterung, ja, und angeknackste Elle. Ich werd's überleben. Na, dann geht's ja. Sie, Miss Knight, Sie haben richtig Scheiße am Arsch. Vorsicht, Agent Burns. Ist schon gut, Mike. Ich glaube eher, dass Sie derjenige sind, der hier Scheiße gebaut hat, wenn ich mich in der Wortwahl ausdrücken darf. Ich... Sie haben einen Mitarbeiter der Flake festgenommen, ohne jeden Tatverdacht, und haben nebenbei noch die Aufklärung einer delikaten Mission, die im persönlichen Interesse der Foundation lag, gefährdet. Außerdem hat Ihre Fahrlässigkeit mit Mr. Stryker dafür gesorgt, dass er das Projekt Black Point an den Feind weitergegeben hat. Warten Sie. Warten Sie mal. Wo haben Sie Kit abgestellt? Er steht in unserem Hangar. Bringen Sie mich dahin. Na schön, Johnson, bringen Sie Miss... Miss... Dr. Goldstein für Sie. Gut, bringen Sie Dr. Goldstein zum Night 2000. Ich hoffe, keiner von Ihren Hampeln hat versucht, an ihm herumzuwerkeln. Nun. Und was die Sache mit Mr. Connor angeht, sage ich es Ihnen jetzt noch einmal ganz deutlich. Halten Sie sich aus den Angelegenheiten der Flake heraus. Wenn wir Sie brauchen, dann werden wir nach Ihnen fragen. Okay, Botschaft ist angekommen. Will ich um Ihre Karriere willen hoffen, Agent Burns. Michael, Andy, lasst uns gehen.
Am Abend haben sich alle noch einmal in einem Restaurant versammelt, um die letzten Ereignisse durchzusprechen. Gas und K sind zurück? Das klingt nicht gut. Gruseliger ist die Tatsache, dass K jetzt ein 40-Tonner ist. Was meinte er mit Masterplan? Er ist größenwahnsinnig. Was auch immer es ist, wir müssen bereit sein. Andy, jetzt erzähl endlich, was du herausgefunden hast. Nun, ich war tatsächlich Agent beim FBI. Wenn ich der Akte glauben kann, sogar gar nicht so ein schlechter. Tanner war damals mein Partner. Ich habe das von offiziellen Seiten bestätigt bekommen. Aber wieso fehlt dir die Erinnerung daran? Ja, jetzt fehlt sie mir aber nicht mehr. Ich habe mir beim Absturz des Helikopters wohl offensichtlich ordentlich den Schädel angehauen. Denn so langsam kommt das alles zurück. Na, du weißt, was ich meine. Naja, ich hatte damals den Auftrag von Burns bekommen, mich unter falschem Namen bei der Foundation einzuschreiben, um ihm eventuell Informationen zuspielen zu können. Das erklärt den Alias-Namen. Ja, genau. Er dachte, wenn ich mich unter meinem richtigen Namen bewerbe, dann würde ich höchstwahrscheinlich auffliegen. Aber was ist dann passiert? Bevor ich diese Mission antreten konnte, wurde sie von der Führungsebene abgeblasen. Aber... Agent Burns ließ mein Gedächtnis manipulieren. Laut der Akte haben die dabei ordentlich Mist gebaut. Und ohne eine Erinnerung und nur mit dem Alias-Namen bewarb ich mich bei der Foundation. Ja, hätte Walt damals nicht seine Nase in diese Angelegenheit gesteckt, hätte ich die Wahrheit höchstwahrscheinlich nicht rausgefunden. Und was wirst du jetzt machen? Wirst du dein altes Leben oder deine Familie suchen? Wenn die Daten korrekt sind, hatte ich vorher nicht wirklich ein Leben. Ich habe die ganze Zeit an geheimen Aufträgen gearbeitet. Außerdem habe ich doch eine Familie. Euch. Entschuldigen Sie, aber ich habe hier einen Anruf für einen Mr. Connor. Okay, ich gehe mal hin. Mach das. Ja, Connor am Apparat? Hallo, Andy. Hallo, Matthew. Du lebst? Zurück von den Toten. Naja, mehr oder weniger. Wie? Das klären wir ein andermal. Ich habe gehört, du weißt wieder alles. Ja, Matthew. Ich erinnere mich. Das hast du mir zu verdanken. Ein kleines Geschenk um der alten Zeiten willen. Denk an unsere gemeinsame Zeit. Denn wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ganz bestimmt. Andy, wo bleibst du denn? Komme, Michael.